Einer von André Vogts Härtefällen ist Dobermann-Mix Kira. Bei Hundebegegnungen dreht der Trouble-Teenie regelmäßig durch. Seit 5 Wochen wird im Internat fleißig gepaukt. Kann losgehen! Trotz kleiner Erfolge haben die Besitzer die bissige Hündin noch nicht komplett im Griff. Na, hey! André will heute einen Versuch starten. Ich habe mich heute mit Jasmin und Joris verabredet, denn wir wagen uns heute das allererste Mal aus unserem gewohnten Trainingsumfeld raus und trainieren mit Kira im Tierpark. Hier sind ganz viele Hunde unterwegs und ich bin sehr gespannt, wie Kira sich heute schlagen wird. Denn neben Hunden bieten vor allem Wildtiere jede Menge Ablenkung für die 18 Monate alte Hündin. Ein Test, vor dem die Besitzer bereits jetzt schon Bammel haben. Wir sind eher ein bisschen aufgeregt, wie es so wird und wie sie hier auf Hunde reagiert und ob man sieht, dass wir viel trainiert haben. Hey, da seid ihr ja schon. Hallo. Und bereit fürs Training heute? Ja, klar. Ja, sicher. Ich habe schon gesehen, hier sind einige Hunde unterwegs. Das heißt, heute wird es anstrengend wahrscheinlich. Ja. Wir schauen mal, wie Kira sich schlägt. Lass uns einfach mal losgehen. Alles klar. Schauen wir. In gewohnter Trainingsumgebung hat das Ganze mit den Hundebegegnungen ja schon sehr gut funktioniert. Heute haben wir eine ganz andere Situation mit viel mehr Ablenkung und auch viel mehr Gerüchen. Und ich hoffe, dass Kira das heute gut meistert und dass wir einigermaßen entspannt an den anderen Hunden vorbeikommen. Schon mehrfach hat Kira andere Hunde verletzt. Entsprechend hoch ist die Anspannung. So, aha, da hinten haben wir die erste Hundebegegnung. Ja. Joris, ja. Du regelst das. Guck, dass du gar nicht erst mit so viel Spannung reingehst. Und los geht's. Körpersprache, deine linke Körperhälfte steuert. Und Kira bleibt sehr aufmerksam mit dem Blick bei ihrem Besitzer. Jetzt reindrehen in dem Moment. Ja, belohnen Sie. Super, klasse. Ja, komm. Sehr gut. Ja, toll. Rennballstück. Hey. Die beiden machen das richtig gut. Kira bleibt ansprechbar und Joris belohnt dann auch nach der Begegnung im richtigen Moment. Sehr, sehr gut. Das war doch schon klasse. Ne, aufgeregt ist sie natürlich immer noch, merkt man auch. Da ist noch viel Spannung drin. Aber sie ist nicht völlig eskaliert. Ja, wir waren nicht im roten Bereich. Ne, und ich fand auch nach der Begegnung, war sie schön ansprechbar. Hat sie schön zu dir hochgeschaut, du bist losgelaufen. Das war doch schon mal ein toller Anfang. Dann suchen wir uns doch mal den nächsten Hund. Ja. Und der lässt in einem Tierpark bekanntlich nicht lange auf sich warten. Wie Kira wohl jetzt reagiert? So, Achtung, es geht weiter. Spannung rausholen, ein bisschen reindrehen. Weiter, weiter, weiter. Ja, super, klasse, hey, komm. Klasse. Ja, toll. Ja, das war doch sehr gut. Das war sogar so gut, dass ich sagen würde, wenn das so entspannt abläuft und sie kaum reagiert auf den anderen Hund, dann brauchst du danach auch gar nicht mehr so ein Fehls machen mit Losrennen und so weiter. Das dient eigentlich nur dazu, um die Spannung da rauszuholen. Aber wenn die so bleibt, einfach fein, markern, weitergehen, nächster Hund. Kira hat trotz Anspannung abgeliefert. Stärkt einen selber auch darin, dass es funktioniert, dass es anders geht. Und dann ist man noch mal ruhiger, auch im gewohnten Umfeld und denkt sich dann, komm, das schaffen wir jetzt. Und hoffentlich klappt das dann auch. Ja.